schickte ja seinen Sohn, also Gottes Sohn. Also schau, Gott schickt seinen Sohn, wie viel Götter? Sohn Gott, wie viel Götter? Einer, das ist einer. Das ist einer. Ben Israel, o Kind of Israel, ja. Abudullah, dienet Allah, das ist Jesus ja. Im Koran. Ja. Rabbi wa Rabbukum, mein Herr und euer Herr. Ja, inna man yushrik billah, wer beigesellt Gott, wie du jetzt, du sagst, hat einen Sohn. فقد حرم الله عليه جنه الله مختيف paradies verbot ومأواهم النار und ihrem gebliebe wird in die hölle. Das ist Jesus Wort. بسم الله الرحمن الرحيم. Wie heißt du? Vielleicht habe ich wie heißt du? Wie heißt du? Ich bin der Euer. Du hast verfälscht deine Bibel. Nein. Oh, warte mal. Was sagt ihr? Nein, er hat gesagt, am Anfang weißt war du? Das Wort war in Gott. Nein, beim Gott, nicht in Gott. Ja, weißt du, in, beim? Nein, nein, ist was anderes. Gott ist nein. Gott. Nein, dein Handy ist in dir und bei dir ist was anderes. Ja, aber weißt du, du wechselst jetzt die Worte in einem und dem anderen. Ja klar, das ist ja der Wort, wichtig heißt es ja. Gott ist Gott. Lächerlich. Gott ist allmächtig. Das ist klar. Und? Aber, weißt du, ihr habt schau. Probleme mit dem Sohn, ich weiß das. Nein, aber okay. Ihr habt Probleme mit Maria, steht okay. In der Sure. Darf ich dir was sagen? Ja, darf sie ich was sagen? Gute Gläubiger, ja? Die sind strenggläubig ja? Und gehen Dinge. Alhamdulillah. Die glauben nur, ein einziger, die haben einen einzigen Fehler. Was? Die haben einen falschen. Ja? Wirklich? Wirklich? Wenn ich ihr jetzt zeige? Weißt du, wer? Wenn ich ihr zeige, dass du glaubst am falschen? Nein. Soll ich dir zeigen? Ich beweise es nicht. Okay. Ich beweise, dass ich nein, nein, nein. Erste das Fehler, was du gemacht hast. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war beim Gott. Du hast gesagt, in Gott. Beweise ich mir. Ich beweise dir das. Achi, was ist denn los? Wallah, wäre ich nur 30, achi. 1000 Handy habe ich da. Im Anfang war das so, das Wort war bei Gott. Bei Gott. Und Gott war das Wort. Entschuldige dich. Dasselbe war entschuldige dich, du hast ja verstanden. Danke. Das Gleiche. Danke. Aber das ist ein und das Gleiche. Danke. Nein, nein, nein. Ist beim Gott und in Gott ist was anderes. Schau, dein Handy bei dir und nicht in. Du kannst ja nicht das Handy mit einem Mensch vergleichen. Schau mal her. Das Wort war bei Gott. Du als Mensch. Besitzt Geist, du Mensch, besitzt Geist und Seele. Hör zu, liebe Geschwister. Ich bin ein Mensch, habe ich drei. Aber ich bin eine Person. Aber euer Katechismus sagt, der Vater eine Person, der Sohn eine Person, der Heilige Geist eine Person. Das alles ist einem. Was ist denn los mit euch? Das ist genauso wie bei Menschen. Der Mensch ist. Der Mensch ich weiß, du hast recht, Körper, Seele. Okay, wer ist gestorben auf dem Kreuz? Wer gestorben ist? Auf dem Kreuz. Jesus Christus. Ja, ist Gott oder Mensch? Jesus als Mensch. Als Mensch? Als Mensch gestorben. Jesus ein als Mensch? Mensch ein, okay, ein Mensch. Ja. Ein Mensch kann nicht tragen die Sünde aller Welten. Er kann tragen, Gott kann nein, nicht tragen. Nein, doch? Gott, richtig. Genau. Das heißt, der Gott gestorben auf dem Kreuz. Und Jesus war ja Geist. Als Geist war er Gott. Okay, wer gestorben? Der Geist oder das Fleisch? Der Geist wurde Moment, aufgenommen. Einer der Geist wurde aufgenommen. Okay. Cäsar. Cäsar hat Gott gestorben auf dem Kreuz. Gott schaff das Kreuz. Gott kann nicht sterben. Richtig. Richtig. Das heißt, der Jesus gestorben. Ich bin das A und das O. Alles im Natur. Das Anfang und das Ende, sagte das hat, Gott. Da genauso Jesus auch. Nein. Auch Melchisedek. Melchisedek. Jesus hat gesagt, ich bin das A und das O. Okay, Melchisedek. Ich besitze den Schlüssel für die Jesus Höhe hat das nicht gesagt. Das ist ein Traum von Johannes. Ich weiß das. Ich weiß ganz der Bibel. Das war Jesus. Das ist Jesus der Traum. Hat es gesprochen. Ja, siehst du? Ich weiß, ich kenne das Johannes, ich gebe dir sogar die Verse. Das ist Johannes. Johannes. Aber auch. Schau. Ich kenne zwar nicht aus, wenn ich die Verse aber ich kann dann, schau. Aber Gott sagte, وَإِذَا قَذَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُنْ فَيَكُنْ Wenn Allah entscheidet etwas, dann sagt sei und er ist. Ja. Und hat Jesus gesagt ein Wort, sei und entstanden. Erklär mir, wie der Heilige Geist kommt über Maria, wie die Tiere was machen oder wie Frau mit Mann, wie. Erklär mir das. Was Tiere? Was für okay, erklär mir das. Erklär mir das. Ich verstehe jetzt nicht die Frage. Okay. Im Koran sagt, wenn Allah will, dann sagt sei und ja. Jesus ist entstanden. Wenn Allah will, 1000 Jesus sagt sei, ja, steht im Koran. Kann Gott Moment. Ja. Da kann Allah erschaffen 1000 Jesus mit ja. Einem Wort sei. Ja. To be. Ja. Sei. Ja. In der Bibel steht, in Lukas 2, und der Heilige Geist kommt über dich. Wie kommt über Maria? Das ist für mich und für dich unklärlich. Das kann nur Gott. Ach, ich hab dir Gott erklärt, hat den Heiligen Geist. Deswegen ist Koran gekommen, um euch zu korrigieren.
Nein, niemals. Gott sagte, niemals. Hör mal. Gott sagt, weil schau, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt, ich hole einer dort, sag ihm Gott, ist Gott gestorben und Gott sagt ja. Wem soll ich glauben, dich oder der andere? Jawohl, denn wo sagt er? Jeder Christ, sag ihm, ist Jesus Nein, Gott? Ich kenne keinen Christ, wo das sagt. Wirklich? Dass Gott am Kreuz gestorben ist. Er Mensch, als Mensch, ja. Als Mensch, ja. Dann als ein Mensch kann nicht tragen, Mensch kann nicht tragen, das sind alle Welten. Er muss Gott für euch sterben, um die Menschen zu tragen, die Sünde, alle Sünde. Ja, der kam ja als alles, ich möchte das erklären, damit du mich verstehst. Ich verstehe dich schon. Ja. Aber langsam. Gott sagte, schickte ja seinen Sohn. Also Gottes Sohn. Also schau, Gott schickt seinen Sohn. Wie viele Götter? Sohn Gott, wie viele Götter? Einer, das ist einer. Das ist einer. Okay, schau, du schau. Ich kann mich nicht dazu überzeugen, zwei oder drei. Ich habe dich, schick ihm. Wie viel? Du kannst ihn nicht schicken. Du hast gesagt, Heiligen Geist hat gesagt, Gott schickt seinen Sohn. Wer ist das? Gott. Und wer ist das? Gott. Zwei Götter. Jesus. Zwei Götter. Theoretisch könnte er mich zum Bahnhof schicken. Nein, der kann nicht. Er kann mich nicht zum Bahnhof schicken. Theoretisch ja, aber nicht als. Aber dann ist er so ja als sein Vertreter so oder als sagen, was sein Sohn oder als sein Heiliger Geist kann er dich nicht schicken. Okay, also warum? Er kann mich nicht als Hamdi schicken und sagen, kauf mir eine Cola, gib mir sein Geld. Wenn ich kaufe, ist es ja seine Cola. Soll ich dir sagen, was Schönes, was Jesus gesagt hat? Aber die Wahrheit. Ja. Ja, ben Israel. Oh, Kinder von Israel. Ja. Abudullah, dienet Allah. Das ist Jesus im Koran. Ja. Rabbi wa Rabbukum, mein Herr und eure Herr. Ja. Fa'inna man yushrik billah. Wer beigesellt Gott, wie du jetzt, du sagst, hat einen Sohn. Faqad harram Allah alayhi jannah. Allah macht ihm Paradies verbot. Wa ma'wahum an-nar. Und ihrem Geblieben wird in die Hölle. Das ist Jesus' Worte. Nee. Jesus sagt in Johannes 17,3. Wenn du nicht an Jesus glaubst, kommst ich lebe, ich liebe Jesus. Ja, aber wollen, ich habe mit dir geredet. Jesus hat gesagt, niemals. Er ist ein, was hast du vorhin gesagt? Nein. Er ist ein Rassist. Ja, hör mal, die Bibel, ich verstehe mich falsch. Die Bibel präsentiert Jesus als Rassist. Nein. Die Bibel, er sagt zu Frau Hund, das ist nicht Rassist. Hast du alles gelesen? Wir können jetzt alles, den Kreiskontext komm, lesen. Alles lesen. Komm, alles lesen. Ja. Jesus sagte, warte mal, in Matthäus 15, Jesus sagte zu die Frau, ich bin gesandt nur, bitte, Allah, helf mir. Ich bin gesandt nur zu die Österreich, bist du Österreich? Aber ich warte habe mal, andere Schafe. Einen Moment, nein, hat das nicht gesagt. Nein, Wallah hat das nicht gesagt. Bist du Schweizer? Ich bin kein Schweizer, ich komme, also ich wohne jetzt seit ein paar Jahren. Okay, bist du Schweizer, ist egal, bist du Schweizer. Nein, ich habe sag mal, bist du Deutscher? Deutscher. Okay, Merkel. Ich bin ein gebürtiger Rumäne. Macht nichts. Bist du Deutsch? Aber ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ja. Dann sagt Merkel, ich bin Präsidentin von Deutschland. Merkel will ich gar nicht sagen. Moment, bitte. Ja, das sind Vergleiche. Okay. Ich bin Präsidentin von Deutschland. Da kommt einer Rumäne. Ich bin auch Deutscher. Nein, ich bin nicht gekommen zu den Hunden. Sie sagt zu ihm, die Deutsche, ich bin ihre Präsident. Alle Rest Hunde. Verstanden? Ist das nicht rassistisch? Jesus hat das gesagt, ich bin nur gekommen zu verlorenen Schaf Israeliten. Die Frau sagt ihm, ja, helf mir. Er sagt, nein, ich gebe nicht dein Brot zu den Hunden. Wer sind die Hunde? Du, ich. Wir sind nicht Juden. Lies das, Entschuldigung. 15, 21 oder 20. Matthäus 15 geht los. Lies das. Wenn das Mohammed gesagt hast, jetzt machst du eine Drama. Du machst eine Facebook-Seite gegen Mohammed. Nein, Matthäus 15. Genau. Also, lesen. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Und dieselben muss ich verführen. Warum jetzt auf 10? Was auf 10? Ich habe gesagt 15. Matthäus 15. Ja, warum gehst du zu 10? Aber du musst ja die ganze Bibel schön lesen. Ich habe die Bibel 5-mal gelesen. Oder 5.000 Mal gelesen. Ja, da ist schau. Wieso verstehst du da die Bibel nicht? Ja, da ist auch Heiliger Geist, oder? Warte mal, gibt es eine Taube her vielleicht?